Zombie Apocalypse. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei mir auf dem Kanal. Ich habe mir gedacht, wir steigen mal ein in die Super Mario Bros. SNES Klassiker Serie. Wir spielen heute zusammen Super Mario Bros. In der Super Mario All-Stars Version und ich bin schon echt gespannt, wie weit wir hier kommen werden und ob wir das Spiel komplett durchspielen werden. Ich habe gedacht, wir probieren mal ein paar Retro-Games aus. Das ist also unser Mario. Wir können springen, wir können schnell rennen, wir können aber nicht wieder zurück. Das heißt, wenn wir einmal einen Abschnitt verlassen haben, können wir nicht wie in Super Mario World einfach zurückgehen. Das ist gesperrt. Wir sammeln Münzen, haben gerade einen Pilz eingesammelt. Wir sind dadurch etwas größer geworden, haben einen Treffer mehr. Und hier gibt es zum Beispiel einen Bonus, bei dem wir relativ viel vom Level skippen werden. Ich weiß auch nicht, wie lange das LP gehen wird, denn ich denke mal, wir werden hier relativ schnell durch sein. Ich werde auf jeden Fall, denke ich mal, mit Save States arbeiten, weil ich spiele das Ganze nämlich auf dem PC. Wir haben, glaube ich, schon das erste Level gemeistert. Ja, wir sind beim ersten Level schon durch. Wir haben leider keine Feuerblume bekommen. Die hätten wir bekommen, wenn wir nicht in das Bonus gegangen wären. Aber ich würde sagen, wir haben unseren Spaß. Ihr habt euren Spaß und ich freue mich, dass ihr da draußen einfach ein bisschen zuguckt. Und ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. So, hier kommen noch so eine komischen Gumbas. Wir bekommen hier eine Feuerblume. Sehr schön. Jetzt können wir schießen. Haben aber auch trotzdem nur einen Treffer mehr. Bei diesen Blöcken können wir öfter dagegen springen und kriegen dort Münzen raus, bis diese so grau werden. Dort haben wir ein paar Koopas. So, mal gucken hier. Hier müssen wir auf jeden Fall, wir können oben durchspringen oder unten durchrutschen. Münzen werden wir versuchen, so viel wie möglich einzusammeln, damit wir Leben kriegen. Und ich glaube, bei der SNES-Version ist es so, wenn wir hier einmal gestorben sind, müssen wir die ganze Welt wieder von Anfang an spielen. So, dort oben kommt ein Leben raus. Muss ich erstmal gucken, wie ich das bekomme. Und da bin ich auch schon gestorben. Schade. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich die erste Welt ohne ein Leben zu verschwenden irgendwie schaffen. Aber das sollte nicht sein. Okay. Schade, dass ich hier nicht nochmal irgendwo einen Pilz bekomme. Wenn wir jetzt hier oben über das Ziel hinausschießen, würden wir zu Warp Zones kommen, dass wir uns in verschiedene andere Level schon teleporten können. Aber wir wollen ja jedes Level sehen, deswegen suche ich die Level immer ganz normal abzuschließen. Ich bin jetzt nicht der Pro-Gamer, aber ich denke mal, wir werden sehr viel Spaß haben mit dem Spiel. Welt 1-3. Wir haben immer noch 4 Leben. Und jetzt geht's los, dass hier Koopas kommen. Und ich brauche unbedingt einen Pilz. Sonst fühle ich mich ein bisschen. Sonst fühle ich mich hier ein bisschen. Bisschen verlassen. Die Steuerung ist auch ziemlich. Ziemlich kompliziert. Also Mario rutscht immer so ein bisschen noch. So, wir können auch die Koopas nicht aufnehmen. So, aber ich glaube, wir haben das nächste Level auch schon wieder gemeistert und müssten jetzt ins Castle kommen. Also eine Welt besteht im Prinzip aus 3 normalen Leveln und die vierte Welt ist dann immer ein Schloss. Und ja, wir sind jetzt schon bei Welt 1-4 angekommen und ich würde gerne mal ein Save State setzen. So, damit wir nicht immer wieder von vorne anfangen.
Okay, jetzt sind wir klein geworden, kriegen hier aber Gott sei Dank... Ach so, wir kriegen dann sogar nicht die Feuerblume hier. Wir wären sogar nur groß, weil wir halt im Prinzip klein waren. Okay, das ist auch anders als in den anderen Teilen. Dort schießt schon Bowser seine Flammen zu uns. Und dort ist er. Und wir müssen einfach nur über den drüber und einfach dort ins Ziel. Ich habe mich jetzt leider noch mal treffen lassen. Aber okay, damit kann ich leben. Danke, Mario. Aber unsere Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Das werden wir des Öfteren sehen, bis wir endlich Peach befreit haben. Oder Prinzessin Toadstool ist das, glaube ich, hier noch. Welt 2.1. Okay. Ich würde aber gerne mal wieder... Ich würde gerne einen Pilz wieder bekommen. Uah! Und ich lass den einfach weg wegen diesem hässlichen Goomba. Okay. Das ist auch das Problem. Die Koopas fallen nach unten. Okay, wir probieren es aber jetzt... Jetzt habe ich schon gedacht, Oh, was ist denn das hier? Habe ich irgendwas entdeckt? Nee, nicht wirklich. Pilz, den brauche ich unbedingt. Dann habe ich nämlich einen Treffer mehr. Okay. Hier vielleicht irgendwo eine Feuerblume. Hier ist eine Ranke drin, okay. Wir klettern einfach mal hoch, denn das müsste ein Bonus Abschnitt sein. Dort können wir wahrscheinlich wieder den kompletten oder relativ viel überspringen von der Welt. Und wir können... ich wollte gerade sagen, hallo. Aber das gibt's doch nicht hier. Ich stelle mich echt an wie so ein abgelaufener Joghurt. Schade. Gibt es hier vielleicht irgendwo noch eine Feuerblume drin? Nee. Ach, Mann. Also, wenn man hier schießen kann, in dem Spiel ist man auf jeden Fall schon... Und ich hasse diese Sprungteile. Die habe ich schon in Mario World gehasst. Dort gab es, glaube ich, diese Notenblöcke. Und hier sind es halt diese diese Sprungfedern, die sich richtig schlecht machen. Und Welt 2.2 ist ein Unterwasserlevel. Und ich hasse Unterlevel. Ich glaube, die meisten hassen auch die Unterwasserlevel. Okay, wir sammeln aber trotzdem ein bisschen was ein. Wir werden nicht so viel einsammeln. Und diese Blooper sind richtig nervig. Aber hier gibt es auch nicht irgendwas... Okay, die verfolgen uns immer. Ach, und da hat es mich schon erwischt. Oh mein Gott. Okay, ich würde gerne vielleicht einen Pilz oder irgend sowas kriegen. Das wäre richtig nice. Aber ich glaube fast, dass wir schon durch sind. Durch dieses Level. Ja. Aber leider wieder als kleiner Mario nur haben wir dieses Level abgeschlossen. Mensch, ich glaube, es gibt 8 Welten und wir sind jetzt schon in Welt 2.3. Okay, damit kann ich... Ich denke mal, die Parts werden auch nicht lange gehen. Und das ist eine Welt, die ist richtig gemein, weil hier gibt es nämlich fliegende Cheep-Cheeps. Und wenn wir uns von denen treffen lassen... sind wir halt tot. Hier gibt es auf jeden Fall erstmal einen Pilz. Das ist schon mal... Das ist sehr nett. Uah. Den Pilz habe ich nicht kommen sehen. Okay, wir haben auch noch 3 Leben. Also den Pilz habe ich kommen sehen, aber der war ja sofort wieder weg, ne? Weil da so ein komischer, hässlicher Cheep-Cheep kam. Und vielleicht sollte ich auch nicht immer schnell rennen.
Das war knapp. So, jetzt gib mir mal den. So, mal gucken hier, dass wir hier weiterkommen. Mal ein bisschen den Pilz vielleicht noch ein bisschen behalten, dass wir mal irgendwann eine Feuerblume bekommen. Die Feuerblume kann ich nämlich wirklich nur bekommen, wenn ich einen Pilz habe, also wenn ich groß bin. So, aber wir haben dieses Level auch geschafft. Sehr gut. Und sind jetzt in Level 2, 4 schon. Das heißt also, wir müssen am Ende wieder gegen Bowser kämpfen. Und das wird ja ziemlich schwierig. Ich bin aber bis jetzt noch nicht Game Over gegangen. Ne? So, Save State habe ich gesetzt. Und hier gibt es endlich unsere Feuerblume. Sehr gut. Ich darf mir aber... Ich lasse mir ein bisschen Zeit, ne? Ihr seht das schon. Okay, hier nach unten. Mann. Und da hat Bowser schon... Da kommen seine Flammen schon. Ich kann ihn auch, glaube ich, abschießen. Ja. Ich kann ihn abschießen, sehr gut. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas einzusammeln? Nee, leider nicht, aber wir können samt Feuerblume in Welt 3 gehen und haben jetzt 2 Toads aus dem Sack geholt. Ja, danke Mario, aber unsere Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Oh mein Gott. Okay, ihr Lieben, das würde ich sagen, war's fürs Erste. Wir kommen jetzt in eine Schneewelt. Ich speichere ab, wir machen beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.